Moin, ihr zwei. Ach, hallo. Hallo. Na, was trinkt ihr denn da eigentlich? Bärencola. Naja, aber apropos Bären. Da fällt mir meine Anlage in Alaska ein. Die habe ich nicht nur geplant, sondern auch selbst das ein oder andere Gerät getauscht. Und mich dabei auch mal gegen Bären verteidigen müssen. Bären? Ja, Bären. Es war ein kalter Sonntag im Dezember. Ich saß mit einem Kerl namens Buddy im Leitstand. Wachsam wie immer, als plötzlich ein Gerät eine Störung meldete. Also, ich habe zwar meine Anlage im Kopf, aber echt nicht jede Gerätenummer. Das Archiv war verschlossen, der Schlüssel unauffindbar und meilenweit kein brauchbarer Techniker zu greifen. Was willst du machen? Bin ich eben selbst raus. An der Pumpe bemerkte ich dann den Weg. Aber was tun? Ich also erstmal ordentlich Lärm gemacht. Immer mit einem Schraubenschlüssel gegens Rohr. Bang, bang, bang. Und der Bär hat sich tatsächlich gegrollt. Dann konnte ich endlich zum Messgerät, die Nummer freiwischen und das Typenschild ablesen. Die Anlage läuft übrigens heute noch. Ohne Probleme. Naja, das ist dann eher Lifecycle Survival als Lifecycle Management. Profibus macht dir in dieser Hinsicht vieles einfacher. Und zwar von Anfang an. Hier, ich mal dir das mal eben auf. Also, das ist der Lifecycle. Bereits die Planung und Dokumentation werden deutlich vereinfacht, da weniger Kabel, weniger Schaltschränke und weniger Schnittstellen erforderlich sind. Und überhaupt fällt die gesamte Umrechnung, also die Skalierung von Milliampere, in deinen Messwerten komplett weg. In der Beschaffungsphase kannst du dann bereits die Geräte komplett vorkonfiguriert bestellen. Und während der Installation können dank garantierter Interoperabilität jederzeit auch Geräte anderer Hersteller verbaut werden. Auch Erweiterungen der Anlage in Betrieb werden deutlich vereinfacht, wenn in der Planung bereits entsprechende Schnittstellen berücksichtigt werden. Und flexibel bleibst du auch. Du kannst nicht nur ein Gerät gegen das eines anderen Herstellers tauschen, sondern auch einen ganz anderen Messgerätetyp verbauen, wenn notwendig. Bei Wartungs- und Gerätetausch oder Reparaturen machen sich dann vor allem die zusätzlichen Diagnosefunktionen und die I&M-Funktionalität bezahlt. Das heißt, Identifikation und Maintenance. Und da kommen wir zu dir und dem Bären. Die I&M-Funktionalität erlaubt dir direkt von der Leitstelle auf die Geräte zuzugreifen und den individuellen Datensatz abzurufen. Man spricht hier auch von einem elektronischen Typenschild. Mit dem Remote-Zugriff hätte Buddy sofort die Seriennummer des Geräts identifiziert und du hättest schön im Warmen bleiben können. Elektronisches Typenschild? Naja, also wenn ich ehrlich bin, Bären treffe ich auch lieber im Zoo. Oder an der Bar.